Polizeihauptmeister Christoph Metzner am Lenkrad und Polizeihauptkommissar Michael Heinzelmeier auf dem Weg zu einem Einsatz. Anwohner haben Bettler gemeldet, die von Haus zu Haus ziehen. Während in München die Bettelbanden auf dem Boden kauern und mit Kleinkindern und Hunden Mitleid erwecken wollen, agieren Bettler auf dem Land anders. Und, so die Polizei, wenn sie von Haus zu Haus ziehen, können sie auch gleich auskundschaften, ob sich ein Einbruch lohnt. Was uns auch immer wieder belastet und betrifft, das ist der Wohnungseinbruchsdiebstahl. Gerade bei uns in der ländlichen Gegend, wo es doch große Wohnhäuser gibt mit viel Garten, schlecht einsehbar, da kann man natürlich leicht einsteigen. Da haben wir wirklich Probleme damit. Ansonsten aufgrund des sozialen Umfeldes, sage ich jetzt mal, sind Ruhestörungen weniger, es gibt weniger Körperverletzungsdelikte, denn man macht hier auf dem Land doch noch viel unter sich selber aus und braucht nicht immer die Polizei. Die beiden Bettler erhalten vorerst einen Platzverweis. Über 425 Quadratkilometer erstreckt sich das Einsatzgebiet der PI Pfaffenhofen. Von Nord nach Süd beträgt die Entfernung 20, von Ost nach West 25 Kilometer. Wir haben eine Streife, die grundsätzlich das Einsatzgebiet bestreift, also einfach umeinander fährt und für alle Eventualitäten da ist. Auch Präventionsarbeit betreiben kann dadurch. Und ansonsten haben wir mehrere Streifen auf Abruf bereit, sage ich jetzt mal. Das bedeutet, wenn jetzt meine zirkulierende Streife im Süden ist und ich habe irgendwas im Norden, dann schicke ich von der Dienststelle einen los, der dann hier den Nordeinsatz, sage ich jetzt mal, betreuen kann. Während die beiden Polizisten mittlerweile dabei sind, in Schweitenkirchen eine Fahrerflucht aufzunehmen, bei der ein Zaun beschädigt wurde, tummeln sich in der Inspektion 6 Kinder. Sie dürfen bei einer Führung hinter die Kulissen blicken und unter anderem zusehen, wie Fingerabdrücke genommen werden. Eine wichtige Aufgabe der Polizei, um die Bindung zur Bevölkerung zu stärken. Diese Führungen machen wir sehr gerne. Wir helfen hier gerne aus. Die Kinder haben große, glänzende Augen. Und noch dazu haben wir dann auch den Vorteil, dass die Eltern einfach gut auf die Polizei zu sprechen sind und die Kinder vielleicht nachher Polizisten werden. Die Streife fährt inzwischen an der ehemaligen Trabrennbahn vorbei. Hier sind 150 Flüchtlinge untergebracht. Dieser Standort ist gleichzeitig in der Nähe einer vor kurzem gebauten Moschee. Das bedeutet, die Bürger, die hier im Bereich Pfaffenhofen neben Moschee und Flüchtlingslager wohnen, die haben selbstverständlich Bedenken und Angst gehabt, aber es zeigt sich durch Gespräche auch wieder mit dem Bürger, dass diese Angst einfach unbegründet ist. Es ist etwas Neues, etwas, was man nicht alle Tage hat, etwas, was man nicht kennt. Aber wir haben bisher noch keinerlei größeren Einsätze, weder bei dem Flüchtlingslager noch in Sachen Moschee gefahren. Viele Problemfelder auf dem Land gleichen denen einer Großstadt. Aber was deutlich wird, der Respekt vor der Polizei auf dem Land scheint noch deutlich höher zu sein als in mancher Metropole.